und willkommen bei mir zu Hause. It's Boxybag Time! Ich nähe eine neue Boxybag und zwar die mit den 4 extra Reißverschlussfächern. Also eine Boxybag, 4 Reißverschlüsse und 4 extra Fächer. Jo, ist denn schon Weihnachten? Nee, es muss erst mal Sommer werden. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo. Und vergesst auch nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich immer Bescheid, wenn es hier bei mir auf dem Kanal ein neues Video gibt. Und das passiert ein, zweimal in der Woche. Vor einiger Zeit schon habt ihr mir jede Menge Reels und Fotos von dieser 4er Reißverschluss Boxybag geschickt. Und ich sage euch, ich habe erstmal so große Augen bekommen und habe gedacht, wow, wie genial ist das denn bitte? Nun habe ich mir ein paar Videos angeschaut und eigentlich wollte ich die Boxybag gerne als Stiftetasche nähen. Das heißt, ich wollte mir die Maße gerne anpassen. Nun bin ich aber da noch nicht dahinter gestiegen, wie ich welches Maß verändern muss, dass wenn es dann kleiner genäht wird, trotzdem noch die Proportionen hinhauen und auch die Reißverschlüsse, also dass das alles so funktioniert. Also habe ich mich genau an die Maße gehalten aus dem Video. Und das Originalvideo verlinke ich euch auch mal unter dem Video in der Infobox. Also das hier ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber ich wollte die Boxybag unbedingt nähen und habe mir gedacht, wenn ich die dann einmal nähe, dann steige ich vielleicht dahinter, genau wie ich was abändern muss. Aber der Groschen ist noch nicht gefallen. Aber wenn er fallen sollte, dann gibt es dazu dann natürlich noch ein extra Video. Ich habe auch extra verschiedenfarbige Außenstoffe genommen, damit ihr halt auch besser seht, an welchem Punkt ich gerade was, wie, wo annähe. Da mein Außenstoff aus Kunstleder und mein Innenstoff aus beschichteter Baumwolle ist, habe ich für die komplette Boxybag eine Stichlänge von 3,0 gewählt. Und ich habe mit der Pleck Super Universalnadel von Schmeds in der Größe 80 genäht. Ach, und die Endgröße der Boxybag ist ja auch noch ganz interessant. Und zwar ist sie 20 cm breit, 12 cm hoch und 12 cm tief. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ihr benötigt 4x Außenstoff, jeweils 32 cm lang und 12 cm hoch. An allen 4 Stoffstücken muss jeweils an den unteren beiden Ecken ein Viereck ausgeschnitten werden, welches 6 cm lang und 5 cm hoch ist. Ich habe meinen Außenstoff mit der H250 verstärkt, aber es kommt natürlich darauf an, was für einen Stoff ihr nehmen möchtet und was für ein Endergebnis ihr erzielen möchtet. Eine richtig stabile Box, die lässt sich dann aber natürlich auch etwas schwieriger unter der Nähmaschine nähen oder aber halt eine Boxybag, die etwas knautschelig ist. Vom Innenstoff benötigt ihr einmal 32 cm lang und 30 cm hoch, zweimal 20 cm lang und 30 cm hoch und zweimal 32 cm lang und 16 cm hoch. Zweimal Endlosreißverschluss 33 cm lang und zweimal Endlosreißverschluss 21 cm lang. Ich habe hier einen genommen mit einer 5 mm Raupe. Und noch ein Stück Gurtband 3 oder 4 cm breit und 25 cm lang. Ich nähe als erstes die beiden kleinen Reißverschlüsse ein. Ein Stoffteil B lege ich mit der rechten Seite nach oben vor mich. Dann nehme ich mir einen kleineren Reißverschluss und den lege ich mit den Zähnchen nach oben an die 20 cm Kante von dem Stoffteil B an. Und Stoffteil 1 wird mit der rechten Seite nach unten ebenfalls an die 20 cm Kante angelegt. Da mein Reißverschluss noch etwas länger ist, habe ich den Zipper außerhalb die Naht gezogen. Das lässt sich dann jetzt viel einfacher nähen. Und dann wird der Reißverschluss mit den beiden Stoffen vom Anfang bis zum Ende, am besten auch mit einem Reißverschlussfüßchen, mein Nähfuß hier ist sehr schmal, deswegen spanne ich mir nicht extra einen ein, zusammengenäht. Den Außenstoff nun vom Reißverschluss weglegen und dabei die Nahtzugabe in die gleiche Richtung legen. Und dann die Nahtzugabe von der Außenseite knappkantig am Außenstoff festnähen.
die offene Reißverschlusskante an die andere 20 cm Kante vom Stoffteil B anlegen. Und zwar so, dass der Innenstoff nun rechts auf rechts liegt. Dann Außenstoff Nummer 2 mit der rechten Seite nach unten und der 20 cm Kante an die Reißverschlusskante bündig anlegen. Und alles vom Anfang bis zum Ende zusammennähen. Auch die Nahtzugabe wird vom Reißverschluss weg von der Außenseite am Außenstoff festgenäht. Nun ist es einmal ganz wichtig, den Zipper in die Mitte von der Tasche zu ziehen. Und beim Innenstoff habe ich mir auf die linke Stoffseite auf beide Seiten jeweils die Mitte markiert. Und die Markierung lege ich nun mittig auf den Reißverschluss auf und den restlichen Stoff falte ich wie eine Ziehharmonika darüber. Also so sollte das dann ungefähr aussehen. Und schaut nochmal, ob der Zipper auch wirklich in der Mitte ist, weil wir nämlich nun auf der linken und rechten Seite den Innenstoff am Rand festnähen. Und wenn da der Zipper nun außerhalb liegen würde, könnt ihr halt später eure Tasche nicht mehr auf- oder zumachen. Die anderen beiden Außenstoffe und das übrige Stoffteil B werden auf genau die gleiche Art und Weise nun zusammengenäht. Und achtet darauf, dass der Reißverschlussanfang in die gleiche Richtung zeigt. Das Stoffteil A liegt mit der rechten Seite nach oben vor mir. Und an die 32 cm Kante lege ich den großen Reißverschluss mit den Zähnchen nach oben bündig an. Und achte auch hier darauf, dass der Reißverschlussanfang in die gleiche Richtung zeigt wie bei den Außenstoffen. Dann nehme ich mir eine der zusammengenähten Außenstoffseiten und lege die mit der rechten Seite nach unten an die 32 cm Kante bündig an und nähe alles vom Anfang bis zum Ende zusammen. Den Außenstoff vom Reißverschluss wegziehen, darauf achten, dass die Nahtzugabe wieder in die gleiche Richtung liegt und dann von der Außenseite die Nahtzugabe am Außenstoff festnähen. Die offene Reißverschlusskante an die andere 32 cm Kante vom Stoffteil A bündig anlegen. Und zwar so, dass die Innenstoffe nun mit den rechten Seiten aufeinander liegen. Dann die andere Außenstoffseite mit der rechten Seite nach unten an die offene Reißverschlusskante anlegen und alles vom Anfang bis zum Ende zusammennähen. Und auch hier auf der Seite muss die Nahtzugabe wieder von der Außenseite am Außenstoff vom Reißverschluss weg festgenäht werden. Den Zipper in die Mitte schieben, weil wir auch hier den Innenstoff wieder an der Seite festnähen und so in Falten legen, wie bei den ersten beiden Seitenteilen. Die Boxybag liegt nun mit der rechten Seite nach oben vor mir. Dann wird der letzte Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten und mit dem Reißverschlussanfang in die gleiche Richtung liegen wie die anderen drei Reißverschlüsse an eine 32 cm Kante von der Boxybag bündig aufgelegt. Das Stoffteil C wird ebenfalls mit der rechten Seite nach unten an die Kante bündig angelegt. Und auch hier wieder alles vom Anfang bis zum Ende zusammennähen. Außen- und Innenstoff nun von den Reißverschlusszähnchen wegziehen und nochmal drüber streichen. Bügeln kann ich hier nicht, weil ich ja mit Kunstleder unbeschichteter Baumwolle nähe. Und die Stoffe von den Reißverschlusszähnchen weg fixieren. Die offene Reißverschlusskante an die andere 32 cm Kante vom Außenstoff bündig anlegen. Und zwar so, dass nun die rechten Stoffseiten aufeinander liegen. Das übrige Stoffteil C mit der rechten Seite nach unten ebenfalls an die Reißverschlusskante bündig anlegen und dann die Stoffe und den Reißverschluss vom Anfang bis zum Ende zusammennähen. Nun ist es einfacher, wenn der Zipper nun einmal vom Reißverschluss abgezogen wird. So kann man dann nämlich nun viel einfacher die Nahtzugabe wieder von den Reißverschlusszähnchen weg am Außenstoff festnähen. Ansonsten gibt das doch ein ganz schönes Gefuddel unter der Nähmaschine. Also ich habe das jedenfalls nicht geschafft. Und da ich den Zipperaufhädler von Himmelrosa habe, ist das dann auch hinterher gar kein Problem für mich,
den Zipper wieder einzufädeln, so dass alles bündig aufeinander passt. Das Gurtband wird nun an die beiden kürzeren Reißverschlüsse, und zwar an den Anfang, knappkantig festgenäht. Achtet dabei darauf, dass ihr keinen Verdreher im Gurtband habt. Nun kann der Zipper auch wieder aufgefädelt werden. Dann werden die beiden kurzen Innenstoffseiten rechts auf rechts bündig aufeinander gelegt und an der Unterseite zusammengenäht, wobei ihr in der Mitte eine ca. 20 cm Wendeöffnung lasst. Es wird nämlich wirklich viel Material durch die Wendeöffnung gewendet und da ist es besser, wenn die etwas größer ist. Auf dem Innenstoff habe ich mir nun wieder auf jeder Seite die Mitte markiert. So lässt sich die Tasche nämlich einfacher in Falten legen und positionieren und dann halt auch wieder am Rand knappkantig festnähen. Die beiden Seiten mit den langen Reißverschlüssen nun einmal bündig aufeinander legen, so dass die Reißverschlüsse mittig aufeinandertreffen und die beiden Seiten mit einer Nahtzugabe von 1 cm zusammennähen. Seid dabei etwas vorsichtig, weil ja zwei Reißverschlüsse aufeinander liegen. Ich habe da teilweise auch mein Handrad genommen. Die Nahtzugabe und die überstehenden Reißverschlussenden habe ich mir mit meiner alten Stoffschere zurückgeschnitten. Zum Schließen der Bodenöffnung die Stoffe auseinanderziehen, bündig aufeinanderlegen und zusammennähen. Und so alle vier Bodenöffnungen schließen. Und auch hier habe ich die überstehenden Nahtzugaben wieder mit meiner alten Stoffschere zurückgeschnitten. Dann kommt der schönste Teil, wir sind nämlich gleich fertig, das Wenden und schauen, ob auch alles so schön aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Na und jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden. Dafür den Stoff der Wendeöffnung nach innen umklappen, feststecken und dann entweder mit der Hand mit einem Matratzenstich schließen oder aber knappkantig mit der Maschine drüber nähen. Ihr könnt euch bei der Farbkombination auch vollkommen austoben. Vier verschiedene Außenstoffe, vier verschiedene Reißverschlüsse, eventuell noch verschiedene Charms mit an die Reißverschlüsse dran gemacht. So kann man nämlich auch super unterscheiden, was sich in den verschiedenen Fächern befindet, weil ja jedes Fach unterschiedlich aussieht. Da die vier Außenstoffe auch nicht besonders groß sind, kann man da, wenn man möchte, natürlich auch noch Stoffreste verwenden. Wenn ihr jetzt gerne noch eine andere Nähinspiration hättet, könnt ihr natürlich auch gerne noch mal hier in das Video reinschauen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal!